Willkommen zurück zu Beyond the Souls. Wir machen weiter mit dem nächsten Kapitel, denn wir haben unser erstes Gespräch mit Nathan Dawkins. Das ist der Mann, der Jody eben später begleiten wird. Willem Dafoe natürlich in der Rolle. Und wir können jetzt hier so ein bisschen mit Aiden rumfliegen. Und wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, uns mit Aiden ein wenig umzusehen, gehen wir mal hier nach draußen und schauen mal, wie weit wir gehen können. Ah, man sieht's, wir können gar nicht so weit gehen. In der Botschaft konnten wir uns viel weiter wegbewegen von Jody. Ich denke mal, es liegt daran, wir lernen erst später ein bisschen mehr mit diesen Kräften umzugehen. Na gut, was können wir hier tun? Lass das ein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na komm, wir fliegen mal hier rein und schauen uns erstmal selber ein wenig um. Okay, hier können wir wenig tun. Oder zumindest sehe ich keinen Punkt. Jody, er wartet auf dich. Hallo, Jody. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Julie? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Stört's dich, wenn ich's ansehe? Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Na gut, was können wir tun? Gehen wir mal hier drüben hin. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Es macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster.
Ein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Okay, wir sind zur CIA gegangen. Jetzt wissen wir auch, wieso wir in der Botschaft waren. Und ich denke mal, hier sehen wir unsere Ausbildung. Das härteste Training der Welt. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Doch wir schlagen uns gut. Und rüber mit uns. Schwupps hier unten durch und ran an die Stange. Ja, wir sind so eine richtige Powerfrau. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Heute noch. Yes, Sir. Ganz genau so, Holmes. Komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Alles klar, der nächste Schritt. Wir lernen den Angriff. Immer schön hier in die Richtung schlagen. Gibt natürlich Sinn. Okay, so können wir kontern. Ausweichen, natürlich. Ja, gar nicht mal so übel, was, Ryan? Okay, jetzt sind wir dran. Den Konter und zack nach unten. In Deckung. Ziehen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Okay, in Deckung gehen. Komm raus da! Alles klar, hier drüben wollen wir hin. Mit einem wunderschönen Slide. So, und den nächsten. Gut. Okay, lernen müssen wir auch. Und genau jetzt könnte man so eine 80er-Jahre-Mucke einfügen. Live to Win, Eye of the Tiger, irgend sowas in die Richtung. Und so einen Zusammenschnitt machen für das harte Training. Wie bei Rocky oder Karate-Tiger. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Ah ja, die CIA hat uns sogar den Umgang mit Aiden so ein bisschen näher gebracht. Ich wette, deswegen können wir ihn besser kontrollieren. Denn wir haben ja gesehen, in jungen Jahren konnten wir ihn so gut wie gar nicht kontrollieren. Und später dann in der Botschaft konnten wir ihn richtig steuern. Wir konnten sagen, das musst du machen, hier musst du hin. Wir konnten viel weiter weggehen mit Aiden. So langsamer gibt alles Sinn hier. Sehr gut. Boah, Mann, wie wir abgehen. Also mittlerweile haben wir es richtig drauf. Natürlich, Training im Regen. Sowas darf nie fehlen.
Eigentlich fehlt noch so ein bisschen Training am Strand. Wen nennst du hier fett? Ich hab einen super Körper. Los jetzt. Oh nein, da hinten sehen wir die Wand. Die Wand ist Killer. Oh shit, das ging genau an meinen Knöchel. Alles klar, hier können wir ran. Mach schon, Rekrut. Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein. Es ist keine Wand mit Seil. Wir sind viel schlimmer. Okay, Dehnübung. Oh, das tut morgen erst richtig weh. Oh, das brennt. Im Schritt. Sogar bei Jody. Okay, was können wir hier tun? Ah, wir können sie heilen. Wir können sie heilen. Ist ja richtig geil. Und zwar müssen wir die beiden hier im grünen Punkt halten, was gar nicht mal so easy ist. Okay, jetzt wird's ernst. Gegen zwei. Und Brennnessel. Nicht übel. Wie jetzt? Ich war super. Ich war richtig gut. Ach, immer dieser Ryan. Den kann man nie zufriedenstellen. Okay, das große Finale, denke ich mal. Das Ende meiner Ausbildung. Okay, Jody, was hast du gelernt? Lass mir in Deckung gehen. Gute Idee. Wir können hier eine Ablenkung machen. Alles klar, und jetzt holen wir ihn weg. Hier sieht man aber, wie Jody Aiden kontrollieren kann mittlerweile. Es ist eine richtige Waffe geworden. Okay, hier drüben kommt der Nächste und hier ist auch niemand in der Nähe. Den holen wir uns. Und jetzt schnell hier hin. Alles klar, Moment. Wir können auch hier lang. Wir haben hier zwei Wege. Und hier könnten wir nach oben gehen. Ich warte mal hier. Normalerweise sollte der eine kommen. Ah, hier drüben. Wow, wir können sogar ranrennen. Yes! Eliminiert. Dann nehmen wir hier die Leiter. Hm, hier unten ist noch einer. Moment, ich habe eine Idee. Und zwar, wir nehmen mal hier Aiden. Ah Mist, die sind blau. Obwohl, der hier drüben ist rot. Okay, der lebt noch. Nicht wahr, Aiden? Der lebt doch noch.
Und beim nächsten machen wir einen Tod von oben. So ein bisschen Splinter Cell, wie Sam Fisher es machen würde. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch.